Hallo, mein Name ist Doris Pichler und wir basteln heute ein Diorama Einkaufsstraße. Und zwar ist das so eine Schattenbox, das habe ich schon mehrmals gemacht. Wie es genau im Detail geht, verlinke ich euch wieder. Und darin habe ich Häuschen ausgeschnitten aus dem Designpapier Shoppen und Genießen und habe die in verschiedenen Dimensionen, also mit verschiedenen Abstandhaltern, teilweise doppelt, teilweise einfach aufgeklebt. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Wir benötigen einen Farbkarton in Weiß in Größe DIN A4, also 29,7 mal 21 cm. Und falzen rundherum bei einem, zwei, drei und 4 cm. Drehen, das machen wir. Rundherum. So, an der schmalen Seite machen wir noch über zwei Falzlinien hinunter bei fünf eine Linie. Also wirklich nur, hier ist die erste, zweite über 2 cm hier herein. Das auch rundherum. Ich mache es jetzt einfach halt halber von der Rückseite da und drehe es immer wieder um. Bei 5 und 2 hinunter. Und hier auch noch. Das ist nur eine Hilfe beim Schneiden. So. Dann alle Linien gut falzen. Tut mir leid, ich habe ein bisschen belegte Stimme heute. Leicht verschnupft. Wie ich diese Schattenboxen genau falze und schneide, da habe ich extra Video gemacht. Das heißt, das könnt ihr auch gerne anschauen. Am Ende des Beitrags werde ich es nochmal verlinken und in der Beschreibung schreibe ich es auch nochmal dazu. Da seht ihr dann alle Details. Wir müssen uns damit jetzt nicht so lange aufhalten. Die Linien, die ich hier falze, sind immer nur 1, 2, 3 und 4. Die 5er Linie, die wir gemacht haben, über nur zwei Falzlinien, die dienen nur zum Schneiden, also das sind nur Richtlinien. Auf der Innenseite zeichne ich mir jetzt an, wie ich schneiden werde, damit ich mich da nicht vertue. Das heißt, auf der schmalen Seite, hier bei dem Fünfer herunter, und einmal schräg und schräg, dann hier eine Lasche heraus und so schneide ich rundherum. Wie gesagt, da habe ich ja extra Video. Das verlinke ich euch, da brauchen wir uns jetzt nicht damit aufhalten. So sieht unser Diorama bis jetzt aus. Ich nehme das Weiße weg. Hier. Dass ihr schön seht, wie das aussieht. Und da innen, also so wie es hier reingeklappt, da innen möchte ich ein bisschen blauen Hintergrund als Himmel machen. Dafür nehme ich einen Pinsel. Und babyblaues Stempelkissen und werde damit zuerst abtupfen, dass die höchste Farbe weg ist. Und dann hier ein bisschen am Hintergrund einen Himmel machen. Wie gesagt, es macht nichts aus, wenn man da ein bisschen über den Rand hinauskommt. Man sieht es dann nachher nicht. Das, was hier außen ist, wird dann nach innen geklebt. So. Ein bisschen mehr Farbe. Soll nicht zu düster sein im Hintergrund. Es auch Freude macht, einkaufen zu gehen, bummeln zu gehen. So, es muss nicht ganz regelmäßig sein. Also ein bisschen durchzogener Himmel sein. Okay, ich lasse es mal so.
Und unten hätte ich gerne ein bisschen Straße oder Asphalt. Da habe ich mir aus dem Designpapier. Ups, wo haben wir es? Das sind wir. Das heißt Jobben und Genießen. Da ist auf einer Rückseite hier dieses das Pflaster. Da habe ich mir 2,5 mal 21 cm abgeschnitten, so dass ich da nicht in die Falz hineinkomme. Und das klebe ich mir hier her. So. Alles nicht ganz an den Rand kleben. Ich möchte also, dass sich so herunterwölbt. Und dann, ich habe einen Zentimeter im Grunde Platz. Das heißt, ich gehe nicht ganz einen Zentimeter nach oben und gebe mir das mittig hierher. Ups. Gut, dass das nicht in der Luft hängt nachher. Ist dann herunter. So, das ist meine Straße. Und jetzt kann man schon mal die erste Seite kleben. Wie gesagt, ich mache das jetzt ganz schnell. Ich lasse es schnell vorlaufen. Ihr könnt euch das in meinem anderen Video ansehen, wo dann genau detailliert beschrieben wird. Und ganz in Ruhe Stück für Stück gemacht wird. Unsere Schattenbox sieht bis jetzt so aus. Das ist hier, das ist unser Diorama. Es ist auch sehr stabil, wenn man das in die Hand nimmt. Und jetzt habe ich mir aus dem Designpapier eben verschiedene Häuschen ausgestanzt, beziehungsweise ausgeschnitten. Dann habe ich auch noch so Motive genommen, die dabei sind, die Bänke. Das ist aus dem Designpapier, aber kann man mit den Stanzformen herausstanzen. Dieses Teil auch. Also, wir haben geschaut, was ich brauche. Ich habe da noch ein paar ältere Sachen dazu genommen. Das Fahrrad zum Beispiel. Dann habe ich da noch einen Rest von so Bäumen. Ich schreibe euch auf, wo ich das Ganze hergenommen habe, was ich dann im Endeffekt verwendet habe. Also, ich werde jetzt drauf los. Mit verschiedenen Dimensionen aus. Hier ein bisschen für das Flechtigere, das Große. Große und kleine Dimensionals, damit ihr das ein bisschen in verschiedenen Ebenen und Höhen zusammenstellen kann. Könnt ihr jetzt gern zuschauen, ich lasse es ein bisschen schneller laufen und erkläre euch dann zum Schluss, was ich gemacht habe. Das ist jetzt meine fertige Einkaufsstraße. Also ich finde, sie ist wirklich sehr nett geworden. Und schon durch die verschiedenen Dimensionals, auch auf verschiedenen Ebenen. Also mir gefällt sie sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Ich sage euch jetzt, was ich alles verwendet habe dafür.
Das Designpapier haben wir schon besprochen. Dann der Baum. Das ist ein ältere Standesform, die heißt unter den Bäumen. Das war das hier. Aber im neuen Katalog sind auch wieder jede Menge Bäume. Also ich habe gerade Reste übergehabt. Die habe ich hier in den Hintergrund geklebt. Darauf jede Menge Blümchen. Die habe ich auch mit einer älteren Standesform gemacht. Das war die Blumenkonfette oder so ähnlich hat das geheißen. Die habe ich immer sehr gern, weil da habe ich verschiedene große Blüten drauf, die ich in einem Stück rausstanzen kann. Dann das Fahrrad. Das ist auch was Älteres. Das sind aus den Windmühlen, ist das Fahrrad. Im neuen Katalog sind aber auch wieder Fahrräder drinnen. Das sind aber mehr so Männerfahrräder, aber die würden auch von der Größe her gut passen. Alles Restliche ist aus den Standesformen Bummelzeit. Das ist ein ganz neues Teil. Das sind die Standesformen, wo ich diese Blumentöpfe ausgestanzt habe aus dem Designpapier. Und das da ist diese, ups, spiegelt so, dieser Aufsteller, dieser A-Ständer zum Ausstanzen. Die Laternen sind auch da herinnen. Das ist das da. Habe einmal in Schwarz und einmal in Gelb ausgestanzt. Da dahinter habe ich ein Mini-Dimensional geklebt und dann ist ein fehlenden Teil mit Gelb drüber geklebt, genau in die Form hinein. Das war's schon. Ein bisschen dauernd tut schon. Man braucht ein bisschen Ruhe dafür, die ganzen Einzelteile zusammenzustellen. Aber es hat wirklich riesen Spaß gemacht und ich habe noch jede Menge Sachen übrig für weitere Projekte. Schaut mal her. Ja, also da waren noch solche Häuser dabei. Und dann habe ich da so eine Tür übrig geblieben noch. Oder das hier. Also da lässt sich noch einiges machen. Das war sicher nicht meine letzte Bummelstraße, die ich in dieser Form gemacht habe. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Eure Doris.